Sie kennen das, der Pöbel wirft wieder einmal mit M51-Granaten, während Sie versuchen, die herrschaftliche Ausfahrt über Ihre Ländereien zu genießen. Die wie Regen niederprasselnden 9mm-Geschosse werden in letzter Zeit immer lästiger. Dann hat Mercedes für Sie die Antwort und die lautet S600 Pullman. Seit über 80 Jahren bieten die Stuttgarter mit den Pullman-Limousinen Staatsmännern, gekrönten Häuptern, kurz den oberen 10.000 den mobilen Rundumschutz. Carsten Paulun wirft sich für uns in Schale und schaut sich das Ford Knox auf Rädern genauer an. Das ist sicherlich eine Legende. Das ist der teuerste Mercedes, den wir hier gerade sehen. 6,36 Meter lang, das ist schon ein richtiger Kaventsmann. Da bin ich richtig gespannt, wie das sich da drin anfühlt. 1,15 Meter länger das Fahrzeug, da kann ich ja drin liegen oder Tischtennis spielen oder weiß der Geier was. Das muss ja richtig gut abgehen. Ob die Entwickler bei der Konstruktion daran gedacht haben, wie gut man in dem riesigen Straßenkreuzer abgehen kann? Wohl eher nicht. Sicherlich aber, wie man die Geschicke einer ganzen Nation aus dem mobilen Staatsbunker leiten kann. Adenauer freute sich noch über ein simples Telefon. Schmidt-Schnauze schickte seine zackigen Ansagen sogar per Fax. Und womit darf ein Staatsoberhaupt heute spielen? Ja, ist irgendwie total elitär. Ich komme mir ganz vornehm vor. Fehlen nur noch die Hofschranzen, die um mich rumwuseln. Nee, ist schon wirklich eine feine Art zu reisen. Man kann hier Fernsehen gucken, man kann eine Xbox anschließen, man kann hier mit dem Computer arbeiten über WLAN, all das ist möglich. Man kann seine Scheiben abdunkeln mit Rollos wie hier und hinter mir. Man hat eine Gegensprechanlage nach vorne, eine Trennscheibe, all das kriegt man ja im normalen Pkw nicht. Und was ich ganz witzig finde ist, neben dem Kühlfach, den wir hier haben, haben wir nämlich wunderbar eisgekühlte Getränke und man kann auch die Flasche nicht nur schnöde in der Hand halten. Dafür gibt es eine spezielle Ablage. Die hier zum Beispiel zum einen, aber drücke ich den anderen Knopf. Das ist so eine Zauberkiste. Dann kann ich die Flasche da richtig reinstellen. Das erste war für Sekt und Champagner. Nun soll der feinen Dame und dem edleren Herrn der Champagner ja auch nicht stibitzt und schon längst kein Haar gekrümmt werden. Daher gelten beim S600 höchste Sicherheitsstandards. Wobei höchste Sicherheitsstandards beim Pullman und seinen Brüdern der Guard-Serie fast untertrieben klingt. Mercedes-Benz Guard schützt sie gegen terroristische Angriffe. Der Pullman ist ausgelegt nach der höchsten europäischen Beschussnorm, VR7, VR9. Dort geht es rauf bis zu militärischen, großkalibrigen militärischen Waffen. Gleichzeitig schützt er sie gegen den Angriff mit Granaten, mit Sprengmitteln bis zu einer gewissen Grenze. Also eigentlich so das Rundum-Sorglos-Paket, wenn man in schwierige Zonen fahren muss. Ferner zählen Sauerstoffversorgung bei Gasangriffen oder auch eine automatische Feuerlöscheinrichtung zur Ausstattung. Einem munteren sonntaglichen Ausflug zu den Ölfeldern im Nahen Osten oder einer Spazierfahrt durch die kolumbianischen Plantagen steht also im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr im Wege. Und falls doch, lässt man mit 517 PS und 5,3 Tonnen durch Stahlbetonwände fahren, als seien sie aus Rehgips. Aber Spaß beiseite. Mercedes betont ausdrücklich, dass die exklusive Kundschaft des S600 auch exklusiv bleibt. Zwielichtige Anfragen werden kategorisch abgelehnt. Und so werden im 2010er Pullman wie auch in seinen Vorgängern vornehmlich Staatsleute, Blaublüter und eventuell der ein oder andere überängstliche Hollywood-Star Platz nehmen. Also Kamera-Handy bereithalten, sollten Sie in Zukunft einen der seltenen rollenden Panzerlimousinen sichten. Aber wie ist es denn jetzt nun, in dem teuersten Mercedes überhaupt zu sitzen? Und wie fühlt es sich an, wie die Queen im Kugel-, Feuer- und giftgassicheren Fond durch die Gegend chauffiert zu werden? Natürlich ist hinten fahren oder mitfahren, gefahren werden, das Beeindruckende bei diesem Fahrzeug. Das liegt vor allem daran, dass ich einfach viel mehr Platz habe, mich hinlümmeln kann und alles genießen kann. Vorne sitzt man schon ein bisschen eingeengter, das macht nicht ganz so viel Spaß, geht aber auch. Was ich beeindruckend finde, ist, wenn man sich so ein Auto mal leisten kann, was ja immer über 900.000 Euro kostet, man spart sich das Bodybuilding oder Fitnessstudio, denn allein diese Türen auf und zu machen jeden Tag, 150 Kilo wiegen die mehr als eine normale Tür, das muss man sich mal reinziehen. Die muss man immer stemmen, auf und zu, das geht ordentlich in die Muskeln. Gut, wer dann wirklich 900.000 Euro für die Basisversion über hat, der wird sich wohl kaum selbst bemühen, sondern diese Leibesübung eher seinen, wie sagte Carsten Paulun doch so trefflich, Hofschranzen überlassen.